Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Der Rasen wird beim Spiel Man United, Liverpool einen unangenehmen Geruch verströmen. Urheberrecht Getty Images, 23. Februar 2019, 13.21 Uhr. Das dürfte eine unangenehme Überraschung für Jürgen Klopp und den FC Liverpool werden. Vor dem Duell sprüht Manchester United den Platz mit Knoblauch ein. Halten die Red Devils Trainer Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool so ab 15.05 Uhr im Live-Ticker etwa für Vampire? Vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag hat Manchester United jedenfalls sein Spielfeld mit Knoblauch eingesprüht, berichtet The Sun. Diese Methode soll aber nicht eingesetzt werden, um die Liverpooler Profis abzuschrecken, sondern lediglich zur Rasenpflege. Darum wird Knoblauch eingesetzt. Knoblauch hält demnach Parasiten davon ab, den Rasen zu schädigen. Diese Technik wird von einigen Clubs in der Premier League eingesetzt. Lediglich der Geruch in den Stadien in den Tagen danach ist etwas gewöhnungsbedürftig. Am Sonntag wird sich zeigen, ob das Team von Ole Gunnar Solskjaer oder doch Klopps Liverpool besser mit dem Knoblauchduft zurechtkommt. Der beste internationale Fußball live bei DAZN, jetzt gratis Monat sichern. Anzeige: Während United Rang 4 behaupten will, reicht Liverpool ein Punkt, um wieder an Tabellenführer Manchester City vorbeizuziehen. Das Team von Pep Guardiola bestreitet am Sonntag das League Cup-Finale beim FC Chelsea.